Frankfurts Stadträtin Silvia Weber stellte heute ihre Einjahresbilanz vor. Danach konzentrierte sie sich im vergangenen Jahr vor allem auf den Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschul- und Kindergartenkinder und setzte sich für die Eröffnung zweier neuer Schulen in Frankfurt ein. Es gab eigentlich kein Vertrauen mehr zwischen Schulen, Eltern und der Stadtverwaltung, der Politik. Und ich denke, das ist mir gelungen, das wieder zu reparieren, eine neue Vertrauensbasis herzustellen. Und so kann man natürlich viel besser zusammenarbeiten. Außerdem möchte sie Integration fördern. In diesem Zusammenhang soll das Amt für multikulturelle Angelegenheiten vergrößert werden.